Moin, hier ist der Peter, euer Stuckateur. Und ich habe noch, Mensch, meine Frau ist hier in Brasile voll im Take, hey. Alles gut, ist sie ja. Ich habe noch ein altes Video auf meinem Handy gefunden, wie ich halt auch eine Wand verputze, wie ich den Kübel leer mache, so schmeiße und abziehe. Da habe ich mir überlegt, man mag einfach mal so, ich zieh das einfach mal durch, lass das mal laufen, lass das mal ganze wirken. Zwischendurch quatsche ich mal in dem Video und ich kommentiere das Ganze mal so ein bisschen. Ich probiere das Ganze mal, ja, kommentiere das mal so, was ich da tue. Das waren meine ersten Aufnahmen vor 2 Jahren. Da entschuldige ich mich jetzt schon für die nicht so besondere Bildqualität manchmal. Da kommt ein Take, der sieht ein bisschen dunkler aus, da flackert die Lampe so ein bisschen. Ich habe aber noch alles gesehen an dem auf den Wandflächen, damit ich gerade bekomme. Und am Schluss einfach ein Bild, wie so eine fertige Baustelle danach, also die fertigen Wände aussehen. Ja, ich bin jetzt gerade noch am die einzelnen Takes ein bisschen zu beschreiben und da gucken wir mal, ob er, ja, aha, da seht ihr auch mal, da mal eine Putzleiste gesetzt und dann ganz rechts war eine Putzleiste gesetzt, aber in der Mitte keine. Da muss ich halt mit Gefühl, muss ich dann arbeiten und ja, viel Spaß beim Gucken. Vielleicht, wie gesagt, lasst einen Kommentar unten, gut oder nicht gut, ist mir eigentlich egal. Ne? Wenn mir nicht gefällt, guckt weg. Wenn mir gefällt, bleibt dran. Ganz einfach. Abonniert den Kanal. Spaß. Einfach Spaß beim Gucken und Feierabend. So, ich mache jetzt hier ein paar Zettel, arbeite ich ab. Ein paar Zettel arbeite ich ab, wo ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, wie ich das jetzt kommentiere. Das Radio, was da immer läuft im Hintergrund, ne, ganz leise und ja, Musik auf der Arbeit für mich gehört dazu, ne, ganz ein bisschen Wippe. Und ja, aber das müssen wir leider überspielen oder leiser machen oder mit irgendjemand übertünchen hier, mit irgendein paar Tönen oder was weiß ich was, piep, 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 ich hab dich lieb, keine Ahnung. Und da müssen wir leider stumm schalten, da seht ihr mich vielleicht nur ein bisschen wippen. Und das ist beim Take 1, ansonsten ist das Video schon, fängt das schon hier oder an. Moin, hier ist der Peter, euer Stuckateur. Mal wieder auf der Baustelle. Die Wand habe ich dir gezeigt, wo ich so gut gelaunt war. Da bin ich eigentlich immer. Der Kübel ist jetzt schon dran. Die Wand habe ich jetzt nass gemacht. Und ich habe mir wieder Putzbahn gesetzt. Das mache ich ja immer, wisst ihr ja. Und da sieht man mal, kann man so wieder schlecht erkennen. Oder ich probiere zu zeigen. Schaut mal da unten. Da geht wieder ziemlich dünn drauf. Und da oben geht wieder etwas dicker drauf. Ne? Das ist jetzt die Putzbahn sind ins Lot gesetzt. Da hole ich mir immer so die Richtung mit, weil die Wand ist wirklich schief. Ne? Nutz, nutz, die Hubbel und Buckel an. Das musst du gerade kriegen. Ne? Also das ist mal nicht eben ohne. Das mache ich jetzt noch. Ich fange auf der Baustelle an. Ist das nicht schön? So, guckt euch die Wand an. Da haben wir nur Rätsel links in Bahn gesetzt. Ein bisschen kann ich ja verputzt. Das sind für mich einfach nur, ich hatte da Zeit. Und dann habe ich mir die Putzleisten gesetzt, um da so eine Richtung zu haben. Ne? Hier hoch, da habe ich die Putzbahn gesetzt. Hier habe ich das anders gemacht. Hier habe ich mir eine Richtlatte gespannt. Habe ich hier gegen gesetzt. Da vorne eine Putzbahn. Vielleicht kann man das auch erkennen. Hier. Tatelle. Dann konnte ich dann an der Latte meine Putzbahn einfach gerade abziehen und dann ist sie gerade. Vielleicht kann man mal sehen hier, wie schön gerade das ist. Guck mal hier. Guck, guck, guck. Und pa! Boah, kannst du mit der Pistole, kannst du vorbeischießen? Einfach nur geil, einfach nur geil.
Ich versuche mal mit einer Action Cam, ob ich das hinkriege. Mit Handy. Mit dem Handy da. Hey, Flop. Oh, der Flop, ey. Ist schon kaputt, ey. So. Es ist so geil. Es ist so geil. Ich mache immer selber. Ob drei Haftrechte. Flappe. Action Cam. Bei Take 2 durch den Mörtel habe ich angemacht und dann durch den schmeißen. Ihr habt ja die Konsistenz gesehen, wie sie ist. Ich glaube, ist ob der Zettel. Ja, da fällt doch mal was hin. Bei so einer Baustelle ist das egal, wenn man auch was gegen die andere Fläche spritzt, ne, am Mörtel oder mal ein bisschen am Boden fällt, kann man wieder aufheben, verteilen. Und dann macht man das, ne? Also das sieht schlimmer aus, also das, aber putzen ist eine dreckige Arbeit und danach macht man seinen Arbeitsplatz sauber und dann ist alles wieder gut, ne? Und das habe ich von meinem Kollegen gelernt damals, der Marokkaner, der Ahmed, ey, ein super Typ, richtig geil. Ich freue mich, dass er mir das beigebracht hat und ich kann es ja bis heute super anwenden und ich bekomme den Kübel einfach schneller leer. Und dann kann ich nochmal schnell einen Kübel anmachen und verteilen. Und das ist immer gut. Also nochmal vielen lieben Dank an den Ahmed. Schöne Grüße. Der ist über 70, der Mann. Und hat mir immer eine Freude gemacht, mit dem zusammenzuarbeiten. Nochmal schöne Grüße von hier aus. Ich habe dem Ahmed damals immer zugeguckt, wie der das gemacht hat. Ich so, boah, Alter, krass, ne? Wie der das macht. Ich nehme mir die Kelle, ich mach das auch mal. Plop, ey, plop, plop, plop. Am Anfang ist auch mir sehr viel auf den Boden gefallen. Oder ich spritze dann ganz woanders hin und, ne? Und man sieht es auch manchmal an meinen Armen, die sind auch ein bisschen dreckig. Es ist halt so. Dann geht man halt offens, geht man duschen. Und das Schmeißen bedarf echt an Übung und das allgemein das ganze Verputzen, ob das Gipsputz, Zementputz, Spachtelmasse, Kalkzementputz oder Leichtputz, bedarf echt an Übung und Erfahrung und dann weiß man, ah, den mache ich dicker, dünner an und oder so behandle ich auch noch den Untergrund oder das Mauerwerk. Das kann man, habe ich schon mal, glaube ich, in anderen Videos erwähnt, das kann man gar nicht pauschalisieren. Das ist von Baustelle zu Baustelle anders und ja, steht auf meinem Zettel. Wie man sieht, habe ich, oder die Fläche ist ja etwas größer als hier so eine Popelswand hier, so eine, was weiß ich, 2-3 Quadratmeter Wand. Die ist ein bisschen größer, habt ihr gesehen, unten wird dünn aufgetragen, oben etwas dicker. Da habe ich, glaube ich, 3 Kübel angemacht und ja, ich glaube, in einem Kübel 2 Sack Rotband oder Rotband Pro, weiß ich gar nicht mehr. Und ich kriege von denen immer noch Geld. Das ist kein Werbevideo, aber ich habe das Material benutzt, weil ich das gut kenne und gut verarbeiten kann.
Ja, dann sieht man für eine Wand 6 Sack, a 30 Kilo gingen da drauf. Und ja, die habe ich auch ziemlich alle zeitnah angemacht. Deswegen habe ich das Material auch dran geschmissen. Ne? Habe ich zeitnah dran gemacht, angemacht und an die Wand geschmissen und verteilt und abgezogen. Ne? Und das ist immer gut, nicht den Mörtel irgendwie hart werden lassen. Dann ist der noch nass und dann drüber. Das geht nicht. Das geht meistens schief. Frisch in frisch für eine Fläche. Ja? Und ja, dann habe ich, wie man sieht, wenn das Video ein bisschen weiterläuft, habe ich auch beim zweiten Kübel trotzdem die erste Fläche, die ich aufgetragen habe oder aufgeschmissen habe, habe ich schon mal ein bisschen vorgezogen. Ne? Da kann man sehen, ah, da sind noch ein, zwei Löcher und dann trägt man da noch mal was auf oder man schmeißt da noch was hin, wie man halt am besten kann. Ne? Das, was ich hier mache, ist kein Maßstab oder auch nicht die Richtung, wie es geht, unbedingt. Ne? Jeder, wie er am besten kann. Wenn einer nur kleine Flächen kann, soll er das machen. Und wenn einer große Flächen kann, soll er das auch machen. Und wenn einer sagt, warum nimmst du keine Putzmaschine? Dann soll er das machen. Ich mache das nicht. Video 6. Kann da mal grau schneiden. Wie man sieht, habe ich über die Fläche schon mal vorgezogen, habe ich schon erwähnt. Das ist der dritte und letzte Kübel. Das ist der dritte und letzte Kübel, den ich leer mache. Ja, an dem letzten Rest. Und wenn da mal was übrig bleibt, ne? Man macht ja erstmal schnell was an und dann merkt man beim Abziehen, oh, da bleiben noch so 7, 8 Gellen oder 10 Gellen übrig. Und wenn man so eine etwas größere Baustelle hat, dann sucht man sich dicke Löcher, da schmeißt man das rein oder irgendwo eine Laibung, wo man damit die noch schnell fertig machen kann, wenn man das kann. Ne? So, muss nicht alles weggeschmissen werden oder man setzt mit dem Rest nochmal eine schöne Putzbahn, ne? Wenn man die Zeit hat und dann passt das Ganze. Beim Take 7 bin ich jetzt fast am Schluss angekommen und ja, da muss ich nicht immer alles schmeißen. Ich kann den letzten Rest, wenn ich merke, ich bin jetzt gut vorangekommen, trage ich den letzten Rest mit der Glättkelle auf und ja, ich hätte es auch schmeißen können, aber da war mir einfach danach, hat einfach gepasst. Also das ist jetzt auch keine Regel, dass man das Material schmeißt, dass man das Material aufträgt oder. Jeder, wie er das am besten kann oder macht oder mag. Ne? Da gibt es jetzt nicht die Regel. Es muss nur genug drauf sein, damit du doch abziehen kannst. Damit doch später gerade ist. Einfach. Ne? Ja, jetzt wird alles mit der Schmiege abgezogen. Was ich jetzt dazu sagen kann, ist, ich würde jetzt so abziehen, man sieht, die Schmiege hat, jetzt ist sie zum Beispiel 2 Meter lang. Dann ziehe ich erstmal von unten nach oben, beispielsweise. Und dann gehe ich nicht direkt 2 Meter weiter. Ich nehme ungefähr nur 1 Meter weiter. Ja, ich nehme halt die alte Fläche nochmal mit. Und dann mehr werdet ihr sehen, beim Abziehen kriegst du einfach mehr Ebenheit rein. Und außer, sag mal, das kann man dann sehen, wenn man dann rechts und links mit den Kanten von der Schmiege, wenn man dann hochzieht, entweder hat man zu wenig drauf, dann schreibt man quasi, dann kommt so eine Abzeichnung, ja, rechts und links. Oder wenn man dann einen Hubbel hat, ne, dann sieht man aber auch, ah, da muss ich was wegnehmen, da muss man dann an der Schmiege so vorbeigucken. Das ist so Gefühlssache. Ne? Wie gesagt, hätte ich jetzt da komplett Putzschienen oder Putzleisten gesetzt, hätte ich nur an den Putzleisten abziehen müssen. Aber da habe ich, ich sag mal so, ich habe mir nur die Vereinfachung rechts und links Putzleisten gesetzt und dann hat das für mich gereicht. Ich würde sagen, ich kann verputzen. Und ja, aber da war halt rechts und links, ne, weil die Wand wirklich sehr krumm war, habt ihr gesehen, unten dünn, oben dicker, da war das für mich eine Vereinfachung. Ja, aber halt beim Schmiegen und dann, auch wenn ihr quer abzieht, auch erstmal oben bis nach unten, alles so mit Gefühl,
Das kann man wirklich sehr schlecht erklären. Das muss man lernen. Selbst wenn man 3 Jahre Ausbildung gemacht hat. Es gibt manchmal Gesellen, die können das immer noch nicht. Die lernen, da braucht einfach Zeit. Bei manchen macht das schneller Klick, bei manchen halt nicht. Ne? So, und ja, das kann ich dazu sagen. Ne? Das ist echt so ein Gefühlsding. Das kann man echt schlecht erklären. Also weiter. Beim Take 9. Ja, da bereite ich schon die nächste Wand vor, habe den Kübel schon sauber gemacht, steht da schon, ist schon Wasser drinne, ne? Die eine Wand sieht man noch ein bisschen, ne? Die ich da fertig gemacht habe. Ich werde die Wände nicht filzen und glätten. Ja, das sind mal zwei große Wände in dem Haus, die ich gemacht habe. Das seht ihr ganz am Schluss noch an dem Video, weil die meisten Wände wurden beigeputzt. Und ich sollte alle Wände auf Q3 nachher noch spachteln und schleifen. Also da war sehr viel zu tun in dem ganzen Haus. Dachgeschoss, Spachteln, überall. Ich habe da damals vor über zwei Jahren, habe ich da mal angefangen zu filmen hier. Ne? Da habe ich das auf meinem WhatsApp-Status alles geteilt, die ganzen Videos. Und irgendwann hat dann einer gesagt, mach doch mal YouTube mit den ganzen Videos. Und die habe ich noch auf meinem Handy gehabt, deswegen zeige ich die noch. Also die Wand, die jetzt kommt, zeige ich auch noch ein bisschen was. Man sieht ja die Tür. Oder den Durchbruch, der zugemauert wurde, ein Ytongstein oder puren Betonstein, den muss man ein bisschen mehr nässen, ja, der muss mehr genässt werden, weil der viel mehr Wasser saugt. Oder man hätte den mit Aufbrennsperre vorstreichen können, aber die andere Wand, der Ziegel, der helle Ziegel, ne, der musste auch nass machen, der hat auch viel Wasser gesogen, ne, ich mit dem Schlauch ein bisschen nass gemacht, damit der den Putz das Wasser nicht so schnell wegsaugt, ne, sonst hast du ein Problem beim Abziehen, ne, oder der Putz brennt dir auf, sagt man, das heißt, der wird dann, der Stein zieht dem Putz zu schnell das Wasser weg, dann verliert er an Kraft und dann kannst du mit der Mütze abkehren, übertrieben gesehen. Ne? Ja, immer wieder. Im Take 10, ja, habe ich gut vorgenässt, alles, ne? Beim Ytongstein ein bisschen mehr. Was steht da drauf? Hier lege ich ein Gewebe ein, um Risse zu verhindern, zu vermeiden. Ne? Da sind zwei verschiedene Bauteile. Man sieht den weißen Stein, also den Ytongstein, sage ich jetzt mal, und den anderen Stein, den Ziegel. Und das sind zwei verschiedene Materialien, die aneinander gebaut sind. Das kann sein, wenn ihr da kein Gewebe reinlegt, kann sein, dass es in den Stellen später, wenn es verputzt ist, einen kleinen Haarriss gibt. Ja, deswegen baue ich da ein Gewebe ein. Was heißt das nochmal? Und dann mache ich den Mörtel, trage ich auf, lege das Gewebe ein. Und dann, ja, jetzt, da konnte man gar nicht sehen im oberen Drittel, kriegst du da nicht hin, das ist ja innen drin, das hat jetzt nichts mit Oberflächenspannung zu tun, wie im Außenputz. Aber man baut dann Gewebe ein und dann frisch, der ganze Putz muss direkt drüber getragen werden. Nicht hart werden lassen, ich mache das einen Tag später oder so. Jetzt. Direkt, sobald man das Gewebe reinlegt, direkt nochmal fertig drüber putzen, verputzen und dann passt das. So, diesmal habe ich mich entschieden, ich schmeiße jetzt in dem Bereich, wo ich am Arbeiten bin, schmeiße ich jetzt nicht, trage jetzt ganz normal auf. Und was ich jetzt nicht gezeigt habe, auf der Wand habe ich zwei Kübel nur benutzt, also zwei volle Kübel. Ich habe jetzt nicht gezeigt, wie ich jetzt einen Kübel anmische. Ne? Aber da waren jetzt zwei Kübel drauf. Und ja, da trage ich unten, da wo ich dran komme, trage ich ganz normal mit Trüffelsporn auf. Und später seht ihr noch, wie ich oben drüber anschmeiße noch ein bisschen. Ich hatte keinen Bock auf die Leiter. Ganz einfach, war ich zu faul und schmeiße halt eben an. Ich muss aber trotzdem nachher noch auf die Leiter. Seht ihr gleich. Take 13. Ich entschuldige mich nochmal für die schlechte Bildqualität, ja, bei dieser Wand, weil
Ja, war halt damals so beim ersten Mal filmen. Da habe ich nicht drauf geachtet, wie ich das ausleuchte. Aber darum geht es ja gar nicht. Einfach nur mal gucken, wie so ein bisschen verputzt wird. Das wollte ich mal zeigen. Ich hatte es festgehalten. Der Marc sagte, ganz interessant, zeigen wir das mal. Besprechen wir das mal so in der Küche bei dir. Und jetzt ist mal ein ganz anderes Video. Alles klar? Ich muss mich unbedingt rasieren. Wichtig ist frisch in frisch. Ja, die erste Bütte habe ich komplett so aufgetragen und die zweite Bütte direkt dahinter angemacht und gewinnt. Feierabend. Ihr wisst, ich bin ein Kaffeeliebhaber. Hey, bei dem Video bin ich auch schon wieder, bei diesem Video bin ich schon wieder Kaffee am Trinken. Und Kaffee muss einfach sein. Das ist für mich Grundnahrungsmittel. Kaffee gehört einfach für mich dazu. Ich hatte immer so ein, zwei, vielleicht sogar manchmal drei Thermosbecher dabei. Und boah, Kaffee muss sein. Ey, das ist geil. Ich liebe Kaffee. Hey, in so einer normalen Tasse, sage ich euch mal wie, hey. 2 Würfel Zucker und ein bisschen Milch, Kondensmilch, ne? 10% Fett. So, jetzt seht ihr mich doch auf der Leiter, so ein Interesse. Ich muss, ist halt so, ne? Aber das Schöne ist, ne? Da kannst du eine Tafel Schokolade am Tag, kannst du dir weg, kannst du dir reinpfeifen, ne? Aber der Arbeit, ey, da bliebst du rand und schlank, ne? Demnächst sei ich mich mal oberkörperfrei vielleicht für ein paar Ladies zu gucken. Ich bin zwar glücklich verheiratet, ne? Aber ein paar Ladies war immer. Ich brauche, ne? Nimm mich nicht voll, alles nur Spaß, alles nur Spaß. Ich habe jetzt alles vorher mit der Schmiege schön gerade abgezogen. Dementsprechend nach gewissen Zeiten bin ich jetzt mit dem Schmetterling oder Flieger, was weiß ich, wie ihr das nennt, gehe ich jetzt noch da drüber und ziehe das ja mal so glatt ab und dann war's das. Und die ganze Baustelle wird sowieso noch komplett auf Q3 gespachtelt und geschliffen, weil es wird nur gestrichen. Die Leute wollten es so. Wer sowas will und bezahlt, kriegt das auch ganz einfach. Ja, sieht schon fast fertig aus. Ja, jetzt seht ihr mal ein paar Bilder, wie solche Wände dann fertig aussehen nach dem Verputzen. Und ja, die Baustelle, die Abdeckung habe ich noch gelassen. Ich hätte die nicht mit Malerflies abgedeckt. Das haben die Leute gemacht, aber es war nicht so schlimm. Fand ich super. Die wollten ein paar Kosten sparen. Mit mir kann man über alles sprechen. Ne? Und haben die da, weil wenn der Gipsknubbel auf den Malerflies fällt, ja. Dann klebt er da und dann geht er nicht so leicht ab. Ne? Da würde ich manchmal, kommt immer darauf an, wie man abdeckt, mit welchem Material. Gibt es verschiedene Sachen. Ne? Zum Beispiel gibt es da noch Milchstückenpapier, kann man auch gut mit abdecken und da kriegt man die Putzknubbel besser ab. Ne? Kleiner Tipp von mir nochmal: Milchstückenpapier. Ne? Und was haben wir noch? Hey, was haben wir noch? Steht denn noch im Zettel? Habe ich schon gesagt, wird also Q3 gespachtelt. Am Schluss kommt noch mal ein Video. Da bin ich mal durch die Baustelle gegangen. Da müssen wir nur mal die Musik wieder ausblenden. Ne? Da ist wieder völlig schwarz. Da bin ich mal durch die Baustelle gegangen. Und, oder da gehe ich mal durch die Baustelle. Ne?
und zeige einfach mal so auf ein paar Punkte, die ich da gemacht habe. Und im Dachgeschoss, ich sag nur eins, duschen ohne Haare. Ja, mit dem Verputzen sind wir fertig schon lange. Die Wand hat ihr gesehen, wo ich am Flappe war. Der ganze Raum ist fertig, ich mache einen kleinen Rundgang. Ich habe auch schon alles gespachtelt. Und ja, da tue ich jetzt alles schliefe, deswegen habe ich die schöne Mütze an. Nicht die Staubmaske noch an, der Gehörschutz. Da hängt im Badezimmer auch alles fertig, der Flur fertig, alles gespachtelt. Hier ist schon eine Treppe ab. Der Flur, mein Disco-Raum. Wie gesagt, immer gut gelaunt. Hey, könnt ihr da das geile Badezimmer, der Duschraum? Na? Auch alles gespachtelt, da oben nur. Müssen wir noch alles schließen, damit der Platte leer kommen kann. Und ja, so sieht das aus. Ne? Jetzt haben wir unsere Rob, die Treppe Rob. Jetzt haben wir alles fertig gemacht. Das sieht so aus. Hey. Ne? Dann schon alles parat gemacht. Das war uns die Baustelle, wo ich das die Zellchen mit der Eck schon ersetze. Hey, in dem Badezimmer, da muss ja alles stehen, alles noch nicht gemacht. Ich war zwischendurch auf anderer Baustelle. Und hier muss ich ja ran. In der Raum ist alles gespachtelt. In die Spitz muss ich schütteln, ich muss nicht alles spachteln. Ach, ich weiß jetzt schon, dass jeder eine lange Arm hat. Also wenn die Mama geht und eine machen will, geht gehen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht bin ich ja noch fit. Der mit der Lampe, die Schliffe, immer die Lampe dahin stelle, schläfe, ein paar Schattierungen wegmache, Feierabend. Kopfhörer hängt da, Mundschutz. Wie gesagt, die Mütze. Ich habe hier keine Lust, mich auszuwäschen. Heute mache ich Duschen ohne Haare. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War aber ein ganz anderes Video. Ne? Das, so laufe ich auf der Arbeit rum. Mach einfach an der Wand das, was ich machen muss. Das kriege ich bezahlt. Das Filmen jetzt, das ist über 2 Jahre alt. Das habe ich noch auf meinem Handy. Und dann ich sag, komm, machst du mal so ein Video. Und der Marc, ne, wir sprechen das einfach ab. Der ist nicht mehr im Keller. Ne? Mach mal so ein Video. Ganz einfach. Wir schneiden, wir filmen und schneiden alles. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, wir haben heute Samstag. Die Kinder sind am Spielen. Meine Frau ist unterwegs. Ich habe meine Ruhe. Ich gucke mir jetzt einen schönen Film an. Auf Netflix oder was auch immer. Einfach geil. Schönes Wochenende. Cause I've been living life right, like I could just die.